Wussten Sie, dass Frauen bei gleicher Qualifikation für die gleiche Arbeit weniger bezahlt bekommen als ihre männlichen Kollegen, einfach nur deshalb, weil sie Frauen sind? Ja, das ist eine traurige Realität. Um bis zu 15% weniger verdienen Frauen für die gleiche Leistung als ihre männlichen Kollegen. Das zeigen uns leider die Statistiken. Immer wieder treffe ich Frauen, die mir das bestätigen. Erst vor kurzem habe ich eine Top-Managerin gesprochen, die ihre Karriere in einem großen Industriebetrieb begonnen hat. Sie wurde etwa zeitgleich mit ihrem männlichen Kollegen eingestellt, beide im Einkauf, beide die gleiche Berufserfahrung. Sie bestellte technische Produkte, er Plastikteile. Er hat mehr verdient wie sie, doppelt so viel. Und solche Beispiele gibt es viele. Und das, obwohl wir seit 30 Jahren ein Gesetz haben, das gleichen Lohn für gleiche Arbeit festschreibt. Eigentlich unvorstellbar, oder? Ich will endlich Schluss machen damit, dass Frauen weniger verdienen als Männer. Einfach nur deshalb, weil sie Frauen sind. Sozialminister Hunsdorfer und ich starten daher im Herbst 2009 eine Kampagne zu Lohngleichheit und Einkommenstransparenz. Wir wollen, dass Männer und Frauen wissen, was sie verdienen können. Betriebe zu verpflichten, Löhne und Gehälter offenzulegen, ist ein wichtiger Schritt. Das soll jetzt gesetzlich verankert werden. Ich bin überzeugt, dass sich einiges zum Positiven verändern wird, wenn sich die Unternehmen mit den Löhnen und Gehältern ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Detail beschäftigen müssen. Denn Frauen wissen oft gar nicht, dass sie weniger verdienen als ihre männlichen Kollegen. Und auch den Betrieben ist es oft nicht bewusst. Daher helfen Sie mit, unterstützen Sie unsere Kampagne Gleich ist fair, tragen Sie die Buttons, beteiligen Sie sich im Internet, bestellen Sie Posters, bestellen Sie Infomaterial aus dem Sozialministerium, aus dem Frauenministerium. Bitte helfen Sie mit, dass es in Zukunft gleichen Lohn für gleiche Arbeit gibt.